Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Berliner. Und wir spielen wieder Assassin's Creed mit der nächsten Mission. Wir spielen die Eevee. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Mal gucken, was auf uns zukommt. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krank heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dereks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Oh, nimmt ja echt den November mit. Ah, dann mal schauen, was auf uns zukommt. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als Ihr Leben und das Ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppelt die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Boah, sind eine Schrolle. Manche Schnee. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Okay. Oh, da ist einer. Was ist mit dem? Das ist ein blauer. Warum sind zwei? Dann werden wir mal hier rüber kraxeln. Einen anderen Mist holen wir uns später. Hier ist keiner. Könnte ich ja eigentlich. Natürlich doof. So, die kann ich alle nicht treffen. Das ist Ding. Kann ich auch nicht? Den kann ich aber. Kalt gemacht. Mist. Da ist ein Eindringling. Hallo. Seht ihr die da? Die entkommt mir nicht. Oh Mist. Zoom mal. Hast du ihren Blick nicht gesehen? Was auch immer du bewachen, ich wette, es ist. Na natürlich. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow. Na los! Der Rambo wieder. Jetzt muss ich die Kutsche fahren, damit? Ich hoffe doch nicht. Was in anderer Welt sollen wir mit Papieren? Sie lesen! Wenn wir nur etwas Zeit hätten!
müssen. Was ist mit der Kiste? Vergiss sie. Nee, spring nicht. Sofort. Ach Mist. Haben wir die Kiste schon gehabt und der versaubeutelt, weil wir Rambo spielen mussten. Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt. Gut. Achso, sie hat das Buch. So, zumindest haben wir es abgeschlossen. War ja mal ganz nett. Schreibt mir doch mal in die Kommentare oder sagt mir einfach mal, ob ihr auch die Mission, Nebenmission so komplett mal sehen wollt. Sonst mache ich dafür eine extra Storyline. Also eine extra Episode, wo wir dann nur die Nebenquests machen. Oder wollt ihr erstmal nur die Story erfahren? Wo ich dann auch schon froh bin, dass ich durch bin, wahrscheinlich nach einer Weile. Geht's weiter? Wir haben den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Weg. Ein paar Leuten Benehmen beibringen, was? So, was haben wir jetzt hier? Level 5. Hallo, Mr. Gatling. Oh yeah, Baby. Guck mal doch mal. Ach, da muss ich ihn jetzt wieder. Ach, das wollte ich eigentlich du noch nicht. Du wirst sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Michael will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Okay. Hat er denn jetzt wieder angestellt? Oder wen hat er diesmal umgebracht? Oh, weia, Leute. Oh yeah, Baby. Moi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Darf ich jetzt echt ballern? Dürfen wir hier ein bisschen rumballern. Das ist doch mal schön hier. Oh, ja, nice. Gut aus. Sollen wir so unser Ding jetzt noch verteidigen hier?
Ladies. Etwas schneller! Jawohl, Leute. Falle. Muss ich jetzt wohl machen, weiter vor allem, oder? Weil hier ein paar Pferdefans sind, es tut mir sehr leid. Jawohl, abgekoppelt. Die explodieren gleich. Hängen Sie die Wagen ab! Die Versetzung zur Royal Artillery muss wohl noch warten. Aber die Waffe hat was gebracht. Keinen Schaden nehmen. Na super. Okay, Leute. Ja, was ich sagen wollte, da wir ein Ubisoft-Spiel gerade spielen, dann kann ich es ja sagen, am 28. startet ja offiziell die Beta von The Division. Auf der Xbox und am 29. für PC. Da werde ich vermutlich 3 bis 5 Keys haben, die ich verlosen kann für die Beta. Also Beta-Keys im Endeffekt für The Division. Falls es euch interessiert, das werde ich noch bekannt geben. Wird ein kurzes Video kommen und mal sehen, was ich mir dafür einfallen lasse. Vielleicht lasse ich euch nackig tanzen auf einem Bartresen oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Nein, Scherz. So schlimm bin ich hier nun auch nicht. War ein Gag. Ein Gurkha-Messer, genau wie Vater. Spielen nach Gehör. Evie setzt die Suche nach einem Edelspender mithilfe Notizbuches fort, dass sie Miss Thorns Truhe gefunden hat. Okay, also spielen wir wieder die junge Lady. Und wir dürfen wieder schlitzen. Gut, dann haben wir jetzt die Mission. Wir haben keinen Edelsplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen.
Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Okay, also geht's weiter mit dem Schönling. Aber ist er nicht eingebildet. Damals war er vielleicht eingebildet, aber jetzt weiß er ja, dass das schön ist. Ja, wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall dann auch Beta-mäßig spielen. Falls ihr welche von euch das mitmachen wollen, Beta, The Division, da werden so einige Folgen kommen, vermute ich mal. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Kenway? Der Pirat? Meister Assassin, der Pirat, genau. Oh, junger Mann. Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Kann alles sein. Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Doch wenn es wahr ist... Was für eine Entdeckung wäre das? Schöne Beule hier, Leute. In der Tat. Ich kann kaum erwarten, es zu finden. Nice. Es überrascht mich, dass Sie noch nicht im Kenway-Anwesen gesucht haben. Edwards Sohn Haytham trat den Templern bei. Als er starb, fielen Haus und Erbe an Hathams Schwester. Und in ihrer Gänze. Mädchen. So, hier soll es sein. Okay. Machen wir mal hier. Wir brauchen ein bisschen Ticketautomaten. Gut. Schauen wir dann mal. Was denn hier? Wieder die Spieluhr. Spieluhr, ja. Spieluhr. Da ist er, das nächste Teil. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Mhm. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge. Wir halten uns schön fern von Miss Lucy. No. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. So. Eingang. Okay. Aha. Ich komme darüber, da teile ich meine Lektion. Gut, schon sind wir im Sperrgebiet drin. Oh. Yeah.
danach sucht, Miss Thorn. Boah, Glück. Ich hab schon gedacht, die kriegt alle mit der. Da unten ist ein Heuballen. Boah, ist hier was los, Leute. Ist ja richtig was los. Und Nest? Hab bloß keiner mitbekommen, dass ich hier bin. Komm schon her. Komm zu Daddy. Zack. Okay, Leute. Hier ist sonst scheinbar keiner. Gehen wir nochmal nach, Leute. Jo, wir sind drin. Er auch? Wie ist er denn reingekommen? Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Untersuchen. Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Also 1 geht nicht, 2 geht. Okay, machen wir dann mal. 2, 1. Hier geht nicht. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 4. Nee. 2, 3, 4. 2, 1, 2. Ein wunderschönes Klavier. 2, 1, 2, 3. Ich wünschte, ich könnte. 2. Ah, gut. Gibt es schon was auf? Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Sind wir gut. Man nennt uns auch Sherlock. Sherlock Holmes. Kendrick Schatzfinn. Ach nee, Kenway ist Schatzfinn. Da ist was? Eine Kiste? Unglaublich. Ja, unglaublich. Lauter Piratenflangen. Da liegt was auf dem Tisch. Mal gucken. Ah, noch eine Scheibe. Die kennen wir doch von Unity, so eine Scheibe. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Nee. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Oh oh. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Stimmt das Rad, oder? Öffnen. Wundert, ich frage mich gerade, wieso der wusste, wo er klicken muss. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Ja. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Super. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei. Falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen. Blättern. Oh, nun, Miss Frey, ich... Guck mir nicht unter den Rock. Nun ja, Miss Frey, ich... Okay. Die sind draußen, Leute. Geschafft.
Ach, leider. Ach so. Fuck. Alle Andenken von Kenwick, Kenway finden. Das ist natürlich doof. Jetzt beiß ich mir noch mehr in den Arsch, Leute. So. Ich würde sagen, wir gucken uns noch den Ausguck an. Und dann würde ich einmal sagen, wir machen Ende für heute. Mach diese Klepper los. Ist ja schon. Fuck. Du darfst weiterfahren. Wir wollen deine Auswahl nicht sehen. Star Wars. Den kann ich nicht töten, ne? Das hier aufspüren. Haltet sie! Ach Mist. Gefangen. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Wo ist denn der Schilding? Will er sich nicht seine Nase verbeulen lassen? Kriegst du einen anderen Toten, wenn ich mit dir fertig bin. Echt? Mit dir voll. Wenn ich mit dir fertig bin, redest du wie ein Eunuch, Alter. Ja, dann hörst du dich ungefähr so an. Kannst du Frauenkleider tragen, Kollege. Siehst du das? Zack, und ein Schlag in die Klöten. Zack, und nun bist du ein offizieller Eunuch. Wollte eigentlich da hoch, so ein Mist. Wenn man natürlich die jetzt festnehmen kann, ist natürlich noch schöner. Ich bin nur eine einfache Frau. Lassen Sie mich. Ich bin nur eine einfache Frau. Ganz ruhig. Kein Wort. Sie sind gemein. Ich war schon weg. Ich werde Sie trotzdem nicht laufen lassen. Hören Sie, das Leben ist gerade echt hart. Das verstehen Sie doch. Ich könnte es verstehen, wenn... Nein. Nein. Was machst du? Was machst du? Wieso lässt du sie gehen? Bist du doof? Wenn ich darüber komme, wirst du dir wünschen. Jetzt verpiss dich, klar? Hilfe, ich werde angegriffen. Boah. Jetzt backt das Ding wieder hier rum, ey. Ach, leck mich. Ach doch, jetzt hat er. Nein, nicht schon wieder. Oh, schon Sie hätten wieder. Nicht fliehen sollen, Miss Foster. Miss Foster, okay. Zu Hilfe, ich werde entführt. So, Leute. Oh, wir werden verfolgt. Geschafft, Leute. Haben wir bekommen? Sehr gut gemacht. Dem zurückbringen? Ja, ich weiß. Gar nichts haben wir bekommen. Sinnesauerei. Wieso zeigt er mir das jetzt nicht mehr? Achso. Weil er freischalten tut. So, da wir nicht so weit weg sind, würde ich sagen, wir nehmen noch den Aussichtsplattform damit, die Aussichtsansicht, also diese, diesen
Ausgangspunkt damit? Oder wie seht ihr das? Also ich würde sagen, als krönenden Abschluss machen wir das mal. Oh ne, da wollte ich nicht hin. So. Da sind wir oben. Das sieht aber auch nice aus. Guckt euch das an hier. Schwarz-weiß karierter Boden. Zack. Und ah, da ist der Heuwein. Ja. Jo, das geht wesentlich schneller als die doofe rumkraxeln. Na gut, die Kette ist eher drücken können. Macht halt so. So. Nun sind wir gleich oben, Leute. Er will, sie will nicht weiterklettern. Doch jetzt. Ach, da ist die Aussicht. Oh, Leute, zieht euch das mal rein. Sehr schick. Dann haben wir eine Mission, das ist sehr gut. So richtig runtergekommen hier aus und da drüben alles schön pompös. Ja, mit diesem schicken Ausblick würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn ich Assassin's Creed Syndicate wieder spiele. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefallen hat. Und mit diesen Worten sage ich adieu, bis zum nächsten Mal, euer Berliner. Bye.